Hallo Kinder und herzlich willkommen zu dem allerersten Video aus meiner neuen Wohnung. Ich bin so froh, dass ich das jetzt endlich sagen kann und ich habe gerade eine Katze auf meinem Schoß, die ja nicht ganz so gut mit ihrem Gleichgewicht klarkommt. Aber darum geht es später. Jetzt das erste Abgefuckt-Video, das erste Video überhaupt aus dieser Wohnung. Es ist ein Abgefuckt-Video, es ist sehr lange her, dass ich euch gefragt habe, ob ihr Fragen an mich habt. Und ich bin einfach nicht zum Drehen gekommen durch diese ganze Umzugsscheiße, lalala, dann bist du bei dem Baumarkt, ich werde jetzt nicht rumheulen. Intro und dann geht's los. Fuck yeah. Einmal vorab, ich bin unfassbar froh, wieder Videos für euch drehen zu können. Und ihr habt mir wirklich einige Fragen gestellt, worüber ich mich natürlich sehr freue. Und wir beginnen mit der wunderschönsten Seite auf Instagram. Und zwar der Triebtäterin-Fanpage von der lieben Melissa. Und sie hat mich gefragt, hat dich schon mal ein Fan auf der Straße erkannt und angesprochen? Und wie hast du reagiert, beziehungsweise wie würdest du reagieren? Also, erkannt hat mich noch niemand so auf der Straße. Das ist, also ich stelle mir das total oft vor, ne? Wie das ist, wenn einen dann jemand erkennt, wie das so ist. Und ich glaube, das wäre super cool, wenn mich wirklich jemand erkennen würde. Ich glaube, ich würde mich einfach mega freuen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ein Foto oder so mit mir haben will. Aber wenn dem so wäre, würde ich mich einfach übertrieben geehrt fühlen und mich extrem darüber freuen. Die nächste Frage kommt von war-to-na. Hast du ein Lebensmotto oder so? Und sorry, wenn die Frage schon mal irgendwann gestellt wurde. Ich weiß nicht, ob die Frage schon mal irgendwann gestellt wurde. Es gibt unfassbar viele Mottos, die ich stark finde. Also so welche Sprüche oder so. Aber ich glaube, das Schönste für mich persönlich ist tatsächlich "The ones who loved us never really leave us". Das ist übrigens auch mein Handy-Hintergrund für alle, die es schon mal interessiert hat. Wahrscheinlich niemanden. Und das ist aus Harry Potter. Und könntest du bitte von meinem Stativ weggehen? Katze? Hallo? Nein? Okay. Und das Zitat ist aus Harry Potter und das ist für mich extrem wichtig. Die nächste Frage kommt von Becca Obata. Und zwar hat sie mich gefragt, wohin würdest du am liebsten mal reisen und oder wo würdest du am liebsten Silvester verbringen? Würde mich ehrlich interessieren. Dieses Jahr Silvester feiere ich mit meinem Freund und ich bin kein großer Silvester-Fan, ja? Also ich wäre zu Silvester irgendwie immer total sentimental und dann weine ich auch schon mal und ich weiß nicht, ich habe auch totale Angst vor diesen Knallern. So. Also ich habe sowieso Angst vor Feuer, Angst vor Geschwindigkeit und Angst vor lauten Geräuschen. Also, und ja, keine Ahnung. Also Silvester ist an sich nicht so für mich. Ich habe schon mal Silvester in London verbracht, allerdings war das ziemlich scheiße, weil ich da einen Krampfanfall hatte und ja. Naja, ich bin ganz froh, dass ich dieses Silvester mit meinem Freund verbringen kann. Ich persönlich bin halt ein Mensch, der ganz gerne drin ist zu Silvester und von mir aus kann Silvester auch einfach im ganz kleinen Kreis mit Bleigießen und Tischfeuerwerk stattfinden. Das wäre so mein perfektes Silvester. Ich bin so langweilig. Kröte1603 hat gefragt, wie groß ist deine neue Wohnung und wie weit bist du mit dem Renovieren? Wie gesagt, das Ganze ist 3 Wochen her. Ich wohne jetzt hier seit 4 Tagen, also noch nicht so lange. Es ist auch noch alles komplette Katastrophe. Also ihr seht jetzt hier mich auf meiner Couch, ja, das sieht auch ganz okay aus. Da stehen noch Kartons, da stehen noch Kartons, da stehen noch Kartons. Ich habe noch keinen Kühlschrank. Ich wohne hier seit 4 Tagen und habe noch keinen Kühlschrank. Ja, das ist, also es ist noch alles ziemlich im Umbruch. Und meine neue Wohnung ist 58 Quadratmeter groß. Luana hat mich gefragt, kannst du mal ein Video mit deinem Freund machen? Also mit meinem, ja. Das ist tatsächlich schon in Planung ganz oft. Es wird auch bald ein Video über die beiden Katzen geben und da werdet ihr ihn auch einmal kurz sehen. Aber wir haben generell auch vor, mal Videos zusammen zu drehen. Also er hat da glücklicherweise extrem viel Bock drauf. Und ja, also ich freue mich schon total drauf. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare oder auf Instagram oder so schreiben, welches Video ihr gerne mit meinem Freund zusammen sehen würdet. Also
Ich hätte ja Bock auf My Boyfriend Does My Make-up. Aber wenn ihr vielleicht was anderes im Boyfriend Tag oder keine Ahnung was sehen wollt, es kommt kein Porno in Frage, liebe Freunde, dann schreibt das einfach unten in die Kommentare. War-to-na hat noch gefragt, was würdest du machen, wenn du für eine Woche Bundeskanzlerin wärst? Aufgrund der Tatsache, dass die Bundeskanzlerin nicht der Bundespräsident ist, sage ich mal, und man in einer Woche ungefähr gar nichts erreichen kann, würde ich einfach meinen Lifestyle genießen, glaube ich. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, für eine Woche der König der Welt wäre, ja, dann würde ich viel an einigen Gesetzgebungen ändern. Ja, man kann nicht für Weltfrieden sorgen in einer Woche, das ist unmöglich, gerade jetzt mit solchen vollkommenen Bastard-Idioten wie IS, die einfach behindert sind, ist das Ganze relativ schwierig. Aber ich würde doch einige Gesetze erlassen, einige hier in Deutschland, aber auch sehr, sehr viele in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass es da vielleicht nicht mehr gefühlt jede zwei Wochen zu irgendeinem Massaker kommt, würde ich da erstmal ein neues Waffengesetz einführen. Dann geht es weiter mit It's Me Yelda. Sie hat mich gefragt, ohne was kannst du nicht leben? Das ist definitiv Energy Drink. E84013 hat mich gefragt, welches Obst oder Gemüse wärst du? Und ich musste total lachen bei der Frage. Ich habe diese Frage schon irgendwo mal gelesen, aber ich weiß nicht, welches Obst oder Gemüse ich wäre. Ich glaube, ich wäre eine Himbeere, weil dann wäre ich süß und lecker und keine Ahnung. Unterstrich Break Your Brain hat gefragt, wie geht es dir heute? Ja, heute geht es mir eigentlich ziemlich gut. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen, hatte dann gerade einen kurzen mentalen Zusammenbruch, weil ich mir dachte, Mima, du bist mit dieser Situation nicht fertig, dass du gerade komplett auf dich alleine gestellt bist in deiner Wohnung. Aber dann habe ich 5 Minuten mit meinem Freund telefoniert und jetzt geht es mir wieder gut. Vielleicht sieht man, dass ich geheult habe. Sieht man, dass ich geheult habe? Ich weiß es nicht, liebe Freunde. The Lightning, though. Es ist gerade noch nicht so spät, es ist 21 Uhr, aber ihr wisst ja, es sieht schon um 5 Uhr so aus, als wäre es Mitternacht. Dann hat mich Break Your Brain noch gefragt, und wann drehst du wieder einen Haul? Übrigens, ganz viel Liebe und Kraft an dich und bleib so, wie du bist. Ja, ein Haul von mir kam ja erst online, und zwar der Primark-Haul. Und ansonsten habe ich noch vor, jetzt auch ziemlich in Bälde, einen DM-Haul zu drehen. Ich muss aber die ganzen Kassenzettel noch wiederfinden, weil ich nicht genau weiß, was ich alles in der letzten Zeit gekauft habe oder was ich euch schon gezeigt habe oder nicht. Ja, wenn ich die Kassenbox alle zusammengefunden habe, dann wird es wieder einen Haul von mir geben. Und ich schätze ungefähr, dass das so Mitte diesen Monat sein wird. Tom-Tatendrang, der übrigens mein Boyfriend ist, hat mich gefragt, du bist doch ein Engel, aber warum sind dir noch keine Flügelchen gewachsen? Das war so dumm, ja. Ich habe ihm gesagt so, ey, ich habe auf Instagram gesagt so, ja, stellt mir mal Fragen, fragt mich auch mal was, so. Und dann meinte er so, ja, soll ich dir so richtig dummen Anmachspruch schicken? Und ich so, nein, frag mich was Cooles, was die Leute interessiert. Und das ist dabei herausgekommen, liebe Freunde. Eigentlich wachsen mir schon Flügel. Die sind nur noch nicht durch meine Haut gebrochen. Das ist alles. Nein, Mann, im Ernst, ich bin eine Mayung-Bitch. Ich bin kein Engel. Mayung-Bitches haben keine Flügel, weil sie im Meer wohnen. Was sollen sie damit flügeln? Sirenen. Die Sirenen aus Witcher 3 haben Flügel und sind Meerjungbitches. Viola.xv hat mich gefragt, hast du ein Lieblingsessen oder eines, das du hasst? Ja, ich hasse generell alles scharfe Essen. Nicht, weil ich scharfes Essen nicht vertragen würde. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe ein Reizdarmsyndrom. Ich habe sowieso gefühlt alle 2 Tage Durchfall. Sondern, weil ich einfach extrem schärfeempfindlich bin. Also, für mich ist alles sehr schnell scharf. Wisst ihr, was ich meine? Also Chickenburger, McDonald's, kennt ihr alle, ist mir persönlich zu scharf. Ist schon ein bisschen peinlich, wirklich, muss ich sagen. Lieblingsessen, der Big Mac ist nicht mein Lieblingsessen, er ist meine Lebenseinstellung. Deswegen würde ich sagen, mein Lieblingsessen ist so chinesisch. Reis mit gebackenem Hühnchen und süß-saurer Soße hatte ich übrigens heute Abend. HTTP.therapiert, liebe Grüße an dich, mein Schatz, hat mich gefragt, machst du bald mal ein Tattoo-Update? Liebe Grüße, ja. Tattoo-Update will ich auf jeden Fall machen, ist ja schon super lange in Planung. Spätestens nach den beiden Tattoos auf meiner Hand wollte ich das ja schon längst machen. Das Ding ist, dass ich am 27. Dezember einen neuen Tattoo-Termin habe und mich jetzt frage,
Soll ich vorher ein Tattoo-Update machen oder eher, wenn ich mir das neue Tattoo habe stechen lassen? Auch das sehr gerne unten rein, ansonsten Instagram oder wo auch immer ihr am liebsten kommentiert. Ich weiß nämlich, dass ihr sehr, wie sagt man, kommentierfaul seid auf YouTube, was mich sehr traurig macht. Das ist mein auffordernder Gesichtsausdruck, dass ihr bitte jetzt was in die Kommentare schreibt. Danke! Die letzte Frage wurde mir heute Oh, das sind mehr Kommentare als gerade. Okay. Kati-028- Fühlst du dich wohl in deiner neuen Wohnung? Ja, prinzipiell fühle ich mich auf jeden Fall wohl. Ich glaube, jeder, der von zu Hause auszieht, hat irgendwann so ein bisschen Angst zwischendurch. Aber generell fühle ich mich hier super wohl. Also klar, es ist noch so ein bisschen an manchen Stellen ungemütlich. Natürlich, da steht noch Umzugskarton, da steht noch Umzugskarton. Ich habe keinen Kühlschrank. Aber... Oh, ein kleines Händchen. Ein kleines Händchen. Katzen sind so ablenkend. Ich weiß, warum man keine Haustiere mit in die Schule bringen darf, ohne Spaß. Also wie gesagt, generell fühle ich mich auf jeden Fall richtig wohl. Ja, also ich sag mal, ich denke, dass alles so ungefähr so sein wird, wie ich es mir vorstelle, gegen Anfang nächsten Jahres. Und das, was jetzt schon da ist, ist schon mal ein sehr guter Anfang. Kröte1603, die übrigens sehr aktiv ist bei mir auf Instagram. Vielen Dank dafür, mein Schatz. Hat mich gefragt, wie bist du zu deinen Kotzen gekommen, woher hast du sie und wie haben sie sich eingelebt? Also, meine Katzen habe ich, Schande über mein Haupt, von eBay Kleinanzeigen. Ich wollte eine Katze oder zwei aus dem Tierheim holen, da die Mitarbeiter des Tierheims aber unfassbar unfreundlich zu mir waren, aufgrund der Tatsache, dass ich ja, alleine lebe und ihnen mitgeteilt habe, dass ich zurzeit meine Ausbildung unterbrochen habe. Natürlich wollen sie, dass die Katzen in ein vernünftiges Zuhause kommen, wo auch Geld verdient wird, etc. pp. Aber die Art und Weise, wie damit mir umgegangen worden ist, liebe Freunde, das war wirklich unverschämt, ohne Spaß. Und ich habe die beiden durch Zufall auf eBay Kleinanzeigen entdeckt und ich habe mich verliebt und ich weiß nicht. Wir können mal fragen. Wie hast du dich eingelebt, Nox? Erzähl mal. Ich hab mich super gut eingelebt. Es ist so cool hier. Oh, 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 okay. Nein, die beiden haben sich super gut eingelebt. Also ganz ehrlich, das war richtig heftig. Nach 10 Minuten waren die schon so krass, als wären die ihr ganzes Leben lang hier gewesen. Ja, und das ist, also die haben sich super eingelebt. Die sind super zutraulich von Anfang an gewesen. Der Krummbein liegt gerade auf meinen Beinen. Ich weiß nicht, wir können mal... Hallo Baby! So, die beiden sind super gut drauf, haben sich hier super eingelebt und ja. Und wie ich zu meinen Katzen gekommen bin, soll vielleicht heißen, wie ich auf den Trichter gekommen bin. Das Ding ist, ich gehe mit der Idee oder mit dem Wunsch, wieder eine Katze zu haben, seit 5 Jahren schwanger, also seitdem ich keine Katze mehr habe. Und ja, ich bin mit Katzen aufgewachsen, also das ist, war irgendwie klar, dass es irgendwann wieder dazu kommt. TheWhitePaper98 hat mich gefragt, was würdest du machen, wenn du morgen 5 Millionen Euro gewinnen würdest und wie geht es dir momentan so? Ja, das habe ich gerade schon gesagt und wenn ich 5 Millionen Euro gewinnen würde, also erstmal würde ich diese Wohnung hier, nein, die Wohnung hier würde ich nicht kaufen, die ist im dritten Stock. 5 Millionen Euro ist schwer, ist richtig schwer. Ich würde einen Teil spenden, auf jeden Fall. Und ich würde extrem shoppen gehen, auf jeden Fall erstmal. Und, keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der Reisemensch mehr, ne? Ich würde auf jeden Fall einen ganz riesigen Kratzbaum in Form eines Schlosses für meine Katzen kaufen. Ohne Spaß, Leute. Ich habe seit 4 Tagen diese Katzen und bin schon the most crazy Catwoman in the world. Die letzte Frage kommt von HTTP Therapiert. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast, aber was ist deine Lieblingssportart? Das ist eine sehr interessante Frage. Die meisten wissen vielleicht, dass ich ungefähr der unsportlichste Mensch dieses Planeten bin. Ich sehe nicht so aus, ja, ich habe eine ziemlich sportliche Figur, worüber ich sehr froh bin. Aber ohne Scheiß, Leute. Ich bin der unsportlichste Mensch auf diesem Planeten. Ich habe allerdings mal Sport gemacht und das ist auch bis heute meine Lieblingssportart. Und zwar ist das Fechten. Fechten ist einfach ein super edler Sport, der unnormal viel Bock macht. Außer, dass man extrem viel schwitzt, weil man so viel anhat dabei. Aber ansonsten, ich liebe Fechten, ich würde es unfassbar gerne wieder machen.
probiert es mal aus, ja, es ist eine relativ, also es ist jetzt nicht sowas wie Fußball, ja, also jetzt keine Breitensportart, aber generell kann ich es euch nur empfehlen, probiert es mal aus, aber bevor ihr in einen Verein geht, seid euch darüber im Klaren, dass Fechten ein verdammt teurer Sport ist, leider Gottes, aber Fechten ist meine Lieblingssportart. Und damit sind wir drei auch schon durch mit diesem wundervollen Abgefuckt-Video. Ich freue mich unfassbar, wieder mit der Kamera reden zu können. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gerne Daumen nach oben da lassen und Kommentare, liebe Freunde. Ihr wisst es, ja? Also ich habe euch gefragt, was soll ich mit meinem Boyfriend drehen? Und noch irgendetwas, was ich schon wieder vergessen habe. Also schreibt mir das unten in die Kommentare. Wenn ihr auch vergessen habt, was ich gefragt habe, dann spult einfach nochmal zurück oder so. Und ich verabschiede mich jetzt. Das Licht wird definitiv in den nächsten Videos besser werden, aber ich hatte jetzt unfassbar Bock. Und dafür, dass es 21 Uhr ist, finde ich es eigentlich relativ okay. Ich hoffe, dass es nicht mehr zu krass hallt. Auch das gerne alles unten in die Kommentare, Anregungen, Wünsche etc. pp. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis dahin sagen wir, ciao, ne? Okay, die beiden sagen gerade gar nichts. Also sag ich euch, ciao, ne?